Hallo Kinder, ich begrüße euch zum Training am Mittwoch. Heute brauchen wir 4 Hütchen und einen Ball und genügend Platz. Baut euch am besten mit 2 Hütchen ein kleines Hütchentor auf, ungefähr beinbreit auseinander. Dann lauft da 5 Meter in die eine Richtung, legt noch einen Kegel hin, 5 Meter in die andere Richtung noch einen Kegel. Und wenn ihr das Ganze, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze noch in der Nähe von der Mauer aufzubauen, sodass ihr noch einen kleinen Torschuss mit einbauen könnt, wäre das super. Ansonsten stellt da quasi noch Mama oder Papa noch mal 5 Meter weiter vom Hütchenkegel weg. Ich baue das Ganze mal schnell für euch auf und ab geht's. Zum Warmmachen machen wir einen kleinen Seitenlauf. Dazu nehmen wir den Ball in die Hand. Laufen ganz schnell zum ersten Kegel, zurück, zum langen Kegel, zurück, zum zweiten kurzen Kegel und zurück. Danach kurz verschnaufen. Und dann geht es wieder los. Kurzer Kegel, langer Kegel, kurzer Kegel. Und das probiert er so mal 3 bis 5 Mal hinzukriegen. Alles klar? Los geht's. Danach sind wir ja warm, das heißt der Ball kommt auf den Boden und wir probieren alles aus, was wir bisher schon mit dem Ball können. Also mit den Innenseiten den Ball dribbeln, mit der Wechsel Innenseite, Außenseite, mit der Sohle vorwärts, mit der Sohle rückwärts. Ihr könnt auch mit der Innenseite rückwärts und vorwärts laufen, ihr könnt seitwärts mit der Sohle laufen. Alles, was wir schon im Training gemacht haben oder was ihr in den vorgehenden Videos schon geübt habt, könnt ihr jetzt einfach ausprobieren. Immer einfach durch das blaue Tor durch. Zum zweiten gelben Kegel, dort macht er eine Kehrtwende, wieder das blaue Tor zurück, wieder einen gelben Kegel, immer rundherum. Ja? Könnt ihr ruhig so 10-12 Bahnen machen, probiert alles aus, was ihr könnt. Ihr könnt auch mehr Bahnen machen. Es soll Spaß machen, ihr sollt reinkommen in die Bewegung und los geht's. Jetzt haben wir uns auch mit dem Ball wieder vertraut gemacht. Jetzt nehmen wir nur die Innenseite, ja, dribbeln quasi mit den Innenseiten rechts, links bis zum hinteren gelben Kegel. Danach schießen wir auf die Mauer. Wer keine Mauer hat, schießt oder passt zu Mama oder Papa, die passen zurück. Und dann geht es wieder zur anderen Seite zurück. Beim Anfangskegel einmal rundherum mit der Innenseite und wieder hin. Wer gar keine Mauer hat oder keine Mama und Papa, der macht halt am letzten Kegel auch wieder eine Kehrtwende mit der Innenseite. Hier auch wieder 10-12 Bahnen. Ab geht's.
Als nächstes benutzen wir die blauen Hütchen nicht als Tor, wo wir durchdribbeln oder durchpassen, sondern als 8. Und zwar machen wir es so, dass wir mit der Innenseite, fangen an, dass wir zuerst um den rechten Kegel gehen, also mit der rechten Innenseite den Ball rumführen. Und dann übernimmt der linke Fuß und die linke Seite vollendet die 8. Dann geht es wieder geradeaus zum entfernteren gelben Kegel. Dann kommt entweder euer Torschuss oder der Pass zu Mama und Papa. Oder wenn ihr gar keinen habt, wieder ganz normal rundherum. Kommt da wieder in die 8 rein, das heißt der erste blaue Kegel wieder mit der rechten Innenseite umdribbeln. Dann der Wechsel auf die linke Innenseite und wieder zum gelben Kegel. Das Ganze auch wieder 10 bis 12 Bahnen und los geht's. Da ihr das super toll mit der rechten Innenseite gemacht habt am Anfang, machen wir es einfach jetzt so, die gleiche Übung wie eben, bloß wir fangen jetzt zuerst mit der linken Innenseite an, die 8 zu laufen. Los geht's. Wenn wir nicht nur die Innenseite beim Fußball, sondern auch die Außenseite. Und jetzt probieren wir einfach die 8 mit der Innenseite zu machen. Ja? Das heißt, wir laufen jetzt zuerst auf den linken Kegel drauf zu und spielen den dann mit der rechten Außenseite. Wir spielen den. Dann kommt der Wechsel auf die linke Innenseite, sodass wir den rechten Kegel ausspielen. Und dann geht es wieder zum hinteren Kegel, um Runden, Schießen oder Passen, je nachdem, was euch zur Verfügung steht. Und dann wieder in die 8 rein. Auch hier wieder 10 bis 12 Bahnen und los geht's.
weil wir auch hier nicht nur den rechten, sondern auch den linken Fuß haben, fangen wir jetzt die Übung genauso nochmal mit dem linken Fuß an. Ja? Das heißt, wir steuern zuerst auf den rechten Kegel drauf zu, umrunden den mit der linken Innenseite, dann der Wechsel auf die rechte Innenseite und dann wie gehabt. Los geht's. Als nächstes kommt eine kleine Passübung. Das heißt, wir stellen uns am ersten gelben Kegel hin, spielen einen schönen Pass durch die blauen Tore, laufen dann so schnell wir können hinterher und probieren noch vor dem gelben Kegel wieder unter Kontrolle zu kriegen. Dann der Torschuss oder der Pass zu Mama und Papa oder den Kegel im Runden und dann das gleiche wieder zurück. Auch hier wieder 10 bis 12 Bahnen. Los geht's. In unserer letzten Übung drehen wir jetzt die beiden blauen Hütchen so, dass sie in einer Reihe stehen mit den gelben Hütchen. Was haben wir jetzt? Genau, alles steht in einer Reihe und wir können einen schönen Slalom drumherum machen. Viel Spaß!
So, ich hoffe, euch hat das Training Spaß gemacht. Probiert die Übung einfach aus, so oft ihr wollt. Probiert auch neue Übungen mit einzubauen. Ja, manche Sachen vielleicht rückwärts laufen oder die Sohle dazu nehmen. Hauptsache es macht Spaß. Ja? Das ist das Wichtigste. Euch muss Spaß machen. Probiert die Sachen oft zu wiederholen. Wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen. Ich soll euch an dieser Stelle auch Grüße von Claudi und Erik ausrichten. Ja, von mir auch. Bleibt gesund und munter. Euer Tommy. Ciao, ciao.